Ach so, ja, und natürlich ein Drohnenplatz. Oh nein. Natürlich sind natürlich. Und natürlich machen die jetzt auch andere Geräusche, ne? Ist klar. Ist absolut klar. Also der Quatsch führt wirklich nur. Au! Wirklich nur da hoch. Wie mir scheint. Also, das führt hier hoch. Das verbindet sich mit dem Drohnenplatz und mit dem Schwefeldings. Und von hier geht nichts mehr ab, ne? Nein. Okay. Richtig geil. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich nur noch diese eine Leitung zu verfolgen habe. Nicht die, die zu den Ölinseln führt, sondern diese andere da, die ich jetzt gerade mit einem Netzschalter versehen habe. Und zwar diese hier. Wobei, let me think. Das hier oben, warte mal. Ich bin so verwirrt. Ach so, genau. Genau, diese Leitung hier, die möchte ich jetzt verfolgen. Wo führt das hin? Ah, Moment, könnte das sein, dass das zu den Kraftwerken führt? Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so. Also den Kraftwerken unten am Wasser. Die sind jetzt eh an, ne? Habe ich das angelassen? Ja, das ist an. Okay. Dem gehen wir nach. Und ich färbe das als Hauptleitung ein, denn es ist ein langer Weg mit viel Leitung und nichts weiter als Leitung. Und ist aber wahrscheinlich wichtig für die Hauptleitung, weil da halt auch eine Menge Strom produziert wird. Ich glaube, der nächste Schritt wäre dann, an den Hauptleitungen Schilder hinzustellen, die sagen, hier Strom, Öl, also Strom oder so, eben halt einfach eine Art Text, also was da hinschreiben, wo es hinführt. Ja, genau, das ist nämlich so. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nichts anderes als diese, als einfach Öl, Strom, Strom durch Öl. Und das wiederum bedeutet, ich kann den Netzschalter wieder entfernen. Dann und das auf, also das wirklich auf Dauerstrom lassen und den Netzschalter wegnehmen. Aber halt nur, wenn hier nur Strom ist. Und wenn was anderes abgeht, dann muss ich das abzwacken. So, und natürlich sind Geschichten wie diese Pumpen ebenfalls wichtig fürs Hauptstromnetz. Du bist Hauptstrom. Wobei, warte mal, ich mach das mal, das ist jetzt wieder zu verwirrend. Das hier färbe ich zurück, weil ich weiß, das da ist noch Hauptleitung. Und alles andere wird jetzt hier ein bisschen durcheinander, aber ich möchte trotzdem noch schnell abchecken. Das da sind die Wasserwerke, das ist alles wichtig. Und die Strom- und diese Kohlekraftwerke, das ist auch alles wichtig, dass das hier miteinander verbunden ist. Das ist halt aber alles wieder ganz viel Gewurstel. So, dann führt das hier entlang zu noch mehr Kraftwerken und noch mehr Wasserpumpen und Kohlekraftwerken, die halt, also ich meine hier Minern, die halt alle nichts weiter zu tun haben, als Strom zu erzeugen.
Und dann hört das hier auch auf. Hier geht nichts mehr ab. In keine andere Richtung. Oh, hier sind natürlich Gegner. Wo geht das hier hin? Zu noch mehr Kraftwerken. Oder zu den Kraftwerken, bei denen ich schon war. Wie auch immer. Auf jeden Fall geht auch hier nichts weiter ab. Okay, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut zu wissen. Das heißt, bis hierhin kann ich sagen, das ist alles Hauptleitung. Und das hier ist dann Kraftwerk-Gewurstel. Geil! Also kann ich den Netzschalter dort wegnehmen und kann das auf Dauerstrom wirklich lassen. Auf Dauer an. Weil das hier ist wichtig für die Hauptleitung. Sodass ich das dann alles noch weiter ordne oder schlauer verbinde oder so. Darum kümmere ich mich dann, wenn ich da hingehe und das nochmal anfasse und da nochmal dran rumfinger. So. Gut, jetzt ist natürlich die große Frage, da sind nämlich schon vier verbunden. Wie mache ich das am besten? Ich wechsle das in den Strommast MK2. Und dann... ist der dann... ach, der ist jetzt natürlich nicht mehr grün. Oh Gott. Jetzt schon. Nein. Du sollst das einfärben. Jetzt muss ich kurz überprüfen. Das ist noch grün. Dann ist das grün. So, und diesen Netzschalter, den ich gerade dazwischen gebaut habe, weil ich mir nicht sicher war, was da ist, überbrücken wir jetzt hier wieder. Und bauen ihn hier ab. So. Okay. Und jetzt ist die einzige Geschichte, die ich jetzt noch nicht, jetzt in diesem Durchgang noch nicht überprüft habe, sind die Ölinseln. So. Ich stelle mich also auf den Mast. Auf den, bitte? Lässt du mich? Auf den, bitte? Hallo? Ich möchte... hallo? Stell dich auf den... du stellst dich jetzt... okay. So. Ich stelle mich so hin, dass ich in die Richtung gucke, die ich als nächstes bearbeiten werde. Das tue ich aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Jetzt noch mal kurz ein paar kurze Gedanken. Also, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, habe ich jetzt das gesamte Stromnetz durchgeguckt, Netzschalter dazwischen gebaut und eine Hauptstromleitung überall durchgeführt, die alles versorgen kann und ich muss dann nur den Schalter umlegen und dann läuft das wieder. Die einzige Ausnahme, wo ich das nicht gemacht habe, sind die Ölinseln, wobei am Ende... wenn ich jetzt dieser Leitung folge und bei den Ölinseln ankomme, da steht ein Netzschalter. Und Ziel ist jetzt, beim nächsten Mal diese Leitung dahin auch noch grün zu färben und dann hoffentlich den Netzschalter bei den Ölinseln abbauen zu können, weil fortan alles läuft, weil ich alles andere, was nebenbei noch lief, abgeschaltet habe. Ob das natürlich funktioniert hat, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, ob ich das richtig gemacht habe und wie das weitergeht, dann schaltet ihr auch in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt, wie immer, jetzt endlich wieder, wie immer, morgen. Nach einer langen Zeit Pause. Tschüss!